34. Spieltag in der deutschen Eishockeyliga. Das letzte Spiel vor Weihnachten. Ein Derby. Die Straubing Tigers zu Hause am Pulverturm gegen die Augsburger Panther. Und Tom Pokel hat mit seiner Mannschaft zur Aufholjagd geblasen, um doch noch irgendwie trotz des großen Rückstands auf Platz 10 zu kommen. Wir springen rein in die 10. Minute und die Straubing Tigers setzten die erste Duftmarke. 1:0. Und es war ausgerechnet der gebürtige Augsburger Alexander Oblinger. Und das haben sie wunderbar rausgespielt über McKinnon, Klassen. Und Oblinger erhielt einfach nur den Schläger rein und bezwang Oliver Roy, der wieder den Vorzug bekam vor Jonathan Boutin zum 1:0. Straubing mit einem klasse ersten Drittel. Sehr engagiert, sehr leidenschaftlich. Weiter mit viel Zug zum Tor. Und der Interimskapitän Adam Mitchell hatte die 2:0-Führung auf dem Schläger. Aber Roy, der Franco-Kanadier im Team der Augsburger Panther, hatte da was dagegen. Weiter die Niederbayern am Drücker. Die Augsburger sehr passiv und dann kommt der Schuss und wieder abgefälscht. Und Roy gerade noch mit dem Schoner verhindert. Eine höhere Führung der Straubing Tigers. Mike Stewart, der Augsburger Trainer, hatte viel zu notieren im ersten Drittel. Denn die Straubinger waren deutlich überlegen. Deutlich mehr Schüsse und auch zu Beginn des zweiten Drittels mit der Chance auf das 2:0. Und das sehen wir hier gleich nochmal in der Zeitlupe. Mike Connolly völlig frei, hat das leere Tor vor sich. Scheitert aber da. Drew LeBlanc hatte noch den Schläger dazwischen. Dann sind wir in der 24. Minute und plötzlich liegt Mike Haddon auf dem Eis. Und gellendes Pfeifkonzert. Und hier sehen wir nochmal genau warum. Alex Polacek, zurück im Team der Augsburger Panther, hatte den Schläger zu hoch. Trifft Haddon unabsichtlich am linken Auge. Der Stürmer der Straubing Tigers musste ins Krankenhaus gebracht werden. Aber es schien so, als ob die Verletzung nicht ganz so schlimm war. Augsburg seit diesem Zeitpunkt dann aber besser in der Partie und mit der Möglichkeit auf den Ausgleich. Aber Matt Whites, dem versagen hier die Nerven bei dieser 1:0-Situation. Drew McIntyre mit einer klasse Parade. Aber die Augsburger Fans, sie hatten wieder Hoffnung, weil ihr Team im zweiten Durchgang eine deutlich bessere Leistung zeigte. Unter anderem mit Parks, Drew LeBlanc mit dieser feinen Bewegung hinter dem Tor. Und dann ist Parks frei und er macht den Ausgleich für die Augsburger. Es war sein 16. Saisontor. Und zu verdanken hat er das in erster Linie Drew LeBlanc, der hier Parks völlig frei sieht. Und der Torjäger vom Dienst, der Augsburger Panther, besorgt den Ausgleich. Dann aber Überzahl Straubing und plötzlich ist die Scheibe drin. Erste richtig gute Situation der Straubinger seit langem im zweiten Durchgang. Jeremy Williams hat ganz viel Zeit. Augsburg steht zu hoch und Williams genau in den Knick. Und Tom Pokel, er war zufrieden. Seine Mannschaft, nicht unbedingt die beste Leistung im Mittelabschnitt, aber sie war weiter in Führung. Und es sollte noch besser kommen. Wieder Überzahl Straubing. Wieder Williams, wieder Tor. 3:1 für die Tigers. Die Vorentscheidung, Fragezeichen. Auf jeden Fall Jeremy Williams mit seinem Doppelpack. Richtig on fire. Schöner Direktschuss. 3:1 für die Hausherren. Aber dann durfte auch Augsburg mal in Überzahl ran. Und das ist ja die Mannschaft mit den meisten Powerplay-Toren der Liga. Und dann kommt Brady Lamb plötzlich an die Scheibe. Und drin war sie. 3:2 nur noch für die Niederbayern. Brady Lamb hatte getroffen. Zieht einfach mal ab von der blauen Linie. Drew McIntyre war die Sicht versperrt. Zieht die Scheibe ganz, ganz spät. Das sind wir hier. Thomas Holzmann verdeckt ihm hier die Sicht und zieht im letzten Moment den Bauch ein und Drew McIntyre war das zweite Mal geschlagen. Augsburg nahm den Torhüter vom Eis, setzte alles auf eine Karte, aber Straubing leidenschaftlich mit ganz viel Willen und mit Stefan Leubel in der vorletzten Spielminute. Macht den Deckel drauf, Straubing gewinnt mit 4:2 dank des Treffers des 21-jährigen Shootingstars Stefan Leubel. War wichtig für uns, weil jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Jetzt können wir Weihnachten genießen, darauf können wir aufbauen. Und dann können wir zurück und schauen, dass wir anknüpfen können. Wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt weiter punkten. Ganz einfach, möglichst schnell abhaken und weitermachen. Für die Straubing
Tigers ist das kleine Fünkchen Hoffnung, doch noch in Richtung Playoffs zu kommen, ein bisschen größer geworden. Für Augsburg war diese Niederlage beim Derby in Straubing ein herber Dämpfer im Kampf um Platz 10.